Sei gegrüßt! In diesem Video habe ich den T-Com L9000 Saug- und Wischroboter im Gepäck. Wir richten diesen gemeinsam Schritt für Schritt ein. Alles Wichtige für den Start erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Carsten von TestVenture. Los geht's! Ich habe das gute Stück schon einmal vor mich hingelegt. Während ich auspacke, kann ich dir schon einen kleinen Überblick geben. Oben aufliegend haben wir die Schnellstartanleitung mit zusätzlichen App und allgemeinen Informationen. Die schauen wir uns später genauer an, sobald wir das Gerät einsatzbereit gemacht haben. Dafür haben wir erst einmal alles aus der Verpackung genommen. Wir haben in der Box folgenden Lieferumfang. Der Staub- und Wischroboter ist natürlich das Herzstück. Ein Wischtuchhalter mit Ersatz, eine Ladestation mit Netzadapter, die Seitenbürsten und Reinigungsbürste, welche wir gleich anbringen werden, einen Ersatz HEPA-Filter, Kabelbinder, Staubsaugbehälter und die Anleitungen. Wir setzen nun alles zusammen und werden als erstes den Roboter mit ein wenig Strom füttern. Vorbereitung. Für die Inbetriebnahme entfernen wir zunächst die Polster am L9000 von T-Com, montieren die Bürsten und suchen ein lauschiges Plätzchen für die Ladestation. Soweit, so gut. Geräteüberblick. Oben am L9000 haben wir die WLAN-Status-LED und die Power- sowie Home-Taste. An der Seite befindet sich noch die Reset-Taste, falls du deinen L9000 einmal zurücksetzen möchtest. Schauen wir uns noch kurz den Behälter mit Wassertank an. Dazu entriegeln wir diese und entnehmen den Behälter. Ein paar Reinigungsinformationen stehen oben drauf. Rechts befindet sich die Öffnung vom Wassertank und der Staubbehälter mit dem HEPA-Filter kann hier ebenfalls einfach entleert oder getauscht werden. Verbindung herstellen. Wir stellen sicher, dass unser Bluetooth eingeschaltet ist am Smartphone. Ich nutze dafür ein iPhone 13. Solltest du Probleme beim Verbinden haben, dann sagt T-Com dazu, dass wir für die Verbindung 2,4 GHz einstellen sollen. Wir scannen den QR-Code und melden uns in unserem T-Com-Account ein. Solltest du noch keinen besitzen, dann pausiere kurz das Video und hole das nach. Wir sind angemeldet und können oben über das Plus-Symbol ein weiteres Gerät hinzufügen. Wir starten die Verbindung, indem wir das Wi-Fi am L9000 resetten. Dazu halten wir die Power- und Home-Taste 3 Sekunden zusammengedrückt. Eine Audioansage ertönt und bestätigt den Vorgang. Es kann nun sein, dass du Berechtigung freigeben musst. Ich musste Daten des Zuhauses freigeben auf meinem Smartphone als Beispiel. Ist der L9000 von T-Com gefunden, können wir ihn hinzufügen und landen im Anschluss in der App-Übersicht. Wir machen weiter, indem wir unsere erste Karte erstellen. Um die erste Kartierung zu starten, werden wir als erstes die intelligente Reinigung in Gang setzen und den L9000 Saug- und Wischroboter durch die Wohnung schicken. Die Karte ist nun erstellt. Damit wäre der T-Com L9000 für die ersten Reinigungen bereit. Weitere Einstellungsmöglichkeiten und Details sowie dem Test im Allgemeinen findest du in unserem Review zum L9000. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Lass gerne ein Like und lieben Kommentar unter dem Video da. Du kannst uns auch sehr gerne folgen durch ein kostenloses Abo, um kein neues Video mehr zu verpassen. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Video. Deine TestVenture Crew.